Jedes Jahr listet der Bund der Steuerzahler in seinem Schwarzbuch auf, wo die öffentliche Hand seiner Meinung nach Steuergeld verschwendet. In Rheinland-Pfalz tauchten dort des Öfteren eine Rennstrecke oder ein Flughafen auf. Diesmal aber hat der Steuerzahlerbund nicht bei Großprojekten genauer hingeschaut, sondern bei den Ausgaben in den Kommunen. Ins Auge gefallen ist ihm einiges, zum Beispiel die Verlegung einer Landstraße in Saulheim. Der Ortskern im rheinhessischen Saulheim. Die Gemeinde findet, er soll schöner werden. Der Parkplatz soll abgesenkt werden, damit ein ebener Platz für Weinfeste entsteht. Und die Gemeinde will diese Landesstraße um einige Meter verschieben. Sie sagt, erstens, sie sieht schöner aus und zweitens erhöhen wir auf die Weise die Verkehrssicherheit. Das Dumme an der Geschichte ist nur, die Straße ist in einem baulich intakten Zustand. Deswegen gibt es auch keine Landesförderung. Und ein Unfallschwerpunkt ist es auch nicht. Das heißt, die beiden Gründe brechen insofern weg. Es bleibt nur der Wunsch nach einer Verschönerung übrig. Und da sind wir der Meinung, eine verschuldete Gemeinde sollte nicht 150.000 Euro nur für die Optik ausgeben. Kritik geht auch nach Waldfischbach-Burgalben. Dort haben Kommune und Land rund 7,5 Millionen Euro in 7 neue Energieanlagen investiert. Von Strohheizwerk bis Biogasanlage. Das Projekt ist hochdefizitär. Seit 2008 hat es rund 2,6 Millionen Euro Verluste eingefahren. Auch das Feuerwehrerlebnismuseum in Hermeskeil steht auf der schwarzen Liste. 4,8 Millionen Euro hat der Bau gekostet, fast dreimal so viel wie geplant. Ob die Einnahmen diese Kostenexplosion auffangen können, ist laut Steuerzahlerbund fraglich. Der Fokus des diesjährigen Schwarzbuchs liegt auf kommunalen Projekten. Denn deutschlandweit fällt ein Problem immer wieder auf, Mischfinanzierungen. Bei Mischfinanzierungen geht es darum, Sie haben ein bestimmtes Projekt, aber die Finanzierung ist geteilt, beispielsweise zwischen dem Land und Kommunen. Wenn man allerdings selber nicht komplett dafür bezahlen muss, dann verführt es zu ineffizient großen Lösungen, weil man ja sagt, es ist nicht mein Geld und wenn wir es nicht nehmen, dann nimmt es jemand anders. Wegen des Fokus auf kommunale Projekte standen die ganz großen Steuergräber dieses Jahr nicht auf der rheinland-pfälzischen Liste. Allzu viel Geld zum Verschwenden hat derzeit wohl ohnehin keine Gemeinde.